Hallo und willkommen zu einer Ankündigungsvorstellung, wie man das so nennen möchte. Auf jeden Fall so CH3. Company Fuse 3. Ihr habt es richtig gehört. Company Fuse 3. Ich muss völlig hinterm Mond leben. Also, heute gab es den Gameplay-Trailer zu Company Fuse 3 plus umsonst Pre-Alpha Playable on Steam. What the hell? Ich habe keine Ahnung, was da abgegangen ist. Ich habe es eben durch Zufall erfahren, dass das eben sein soll. Heute also wieder erst rausgekommen und hätte das, also eben hat einer mir geschrieben und ich dachte, okay, ich habe direkt Kalender geguckt, aber April wäre. Also, das ist die größte Bombe überhaupt, dass das einfach so nebenbei kommt. Vielleicht hat jeder CO2-Spieler das gewusst, aber mir ist das Hardcore vorbeigezogen. Ich habe nichts davon bekommen. Nichts, ja. Auch kein Press-Release, gar nichts. Die Firma hat keine E-Mails geschrieben. Ich bin jeden Tag bei Steam, habe da nichts gefunden. Auf jeden Fall, Company Heroes 3. Genau, es ist endlich soweit. Man muss es halt sagen. Ich weiß nicht, ich habe gemischte Gefühle. Also, ich freue mich natürlich riesig, das lässt sich gar nicht unterdrücken. Auf der anderen Seite, also als Company Heroes Online kam, ne, damals, da war ich ja der glücklichste Mensch der Welt. Und als sie es dann eingestampft haben, noch in der Beta, ist etwas zerbrochen in mir. Und dann kam Company Heroes 2 und da ist was gestorben in mir danach. Da wurde, und naja, jetzt kommt 3. Also, ich will mal sagen, ich bin irgendwie glücklich, dass jetzt, dass sie einen neuen Anlauf machen, besonders mit dem, was ich gelesen habe. Aber ich habe ein bisschen Angst vor Schmerzen wieder. Naja, warten wir mal ab. Also, auf jeden Fall, was ich jetzt gefunden habe, was darüber geht, darüber reden wir jetzt. In der Stunde kann ich es dann auch mal spielen. Dann mache ich aber erst ein paar Tage wahrscheinlich, wo ich dann ein Video mache. Und ja, was ich jetzt herausgefunden habe in diesen ganzen Texten hier aus den verschiedenen Seiten, ist, dass es tatsächlich einen guten Eindruck macht. Und jetzt in dem Detail, das erste, was ich gefunden habe, was mich dazu gebracht hat, ein bisschen glücklicher zu sein, ist das hier. Die Grundpfeiler deren Entwicklung ist Tactical Company Heroes 1 Gameplay. Ja? Da wird gar nicht von 2 oder irgendwas geredet, obwohl die ein paar Sachen von 2 wie das True Sight System wohl übernehmen, was wahrscheinlich auch keine schlechte Idee ist. Aber sie reden halt wirklich Tactical CO1 Gameplay, was halt, ne, weil es eben, obwohl es uralt ist, die Leute immer noch spielen und die Community positiv überredet, haben die das jetzt aufgenommen. Die haben anscheinend so eine Community-Gruppe oder wie die das nennen. Ich weiß nicht, wer da drin ist oder wie man sich da beteiligt. In jedem Fall hören die wohl auf die Spieler, was die entwickeln sollen. Und in diesem Feedback haben sie wohl unter anderem gehört, dass CH1 Tactical Gameplay, vom Pacing zum Beispiel, ne, dass mehr Infanteriekämpfe sind und so ein Zeugs, dass man vielleicht besser rauszoomen kann, würde ich hoffen, und so sah es zumindest aus, dass das auf jeden Fall beliebter ist und deswegen jetzt ein Grundpfeiler ist und nicht das CH2 Gameplay. Das kann ich nur befürworten, also von Herzen, ja, aus tiefster Seele. So, dann ist eine dynamische Kampagne drin, die, ich zeige euch gleich wieder ein paar Szenen, die wohl im Sinne von Total War ein bisschen sein soll. Zumindest hat der eine bei IGN das eben gesagt. Ich habe es ja noch nicht gespielt, ich kann da nicht viel zu sagen. Ist aber Singleplayer, von daher nicht sehr ungut. Ich habe die zwar gerne gespielt, die Singleplayer-Kampagne, aber einmal durch und fertig und dann hatte sich das auch. Für mich ist das ein Multiplayer-Spiel. Wenn ihr Singleplayer haben wollt, könnt ihr direkt ausmachen. Infos, dann müsst ihr auf einen anderen Kanal gucken gehen. Ich bin nur Multiplayer. Und dann spielt das diesmal im Mittelmeerraum. Und das, glaube ich, ist auch ein sehr guter Schritt nach vorne. Nicht wegen der Einheitenvielfalt, das ist mir völlig egal, ob das Russen sind oder Australier oder was da reinkommt, sondern wegen der Farbpalette. Ja, die sieht viel, viel besser und übersichtlicher aus als diesem Russland-Krempel. Ne? Nicht alle auf Matsch rumlaufen und so. So, von daher sind das wirklich ein paar gute Neuigkeiten. Ja, und was ist denn jetzt wirklich anders an dem Spiel? Was wird anders sein? Das, was für mich relevant ist, ist tatsächlich, man hat es, also man sieht es gleich im Video, ich zeige das gleich nochmal, aber man kann das, glaube ich, hier zusammenfassen. Community Engagement, Gameplay Features, Core Gameplay, bla bla bla. Ich glaube, Core Gameplay war das. Und zwar, genau, das hier ist, glaube ich, das revolutionäre Neue, wenn man das revolutionär nennen möchte. Ist wahrscheinlich weniger eine Revolution. Und zwar, die Panzer haben jetzt wohl, wenn ich das verstehe, haben die Rücken-, Front- und Seitenpanzerung, sodass es ein bisschen taktischer ist, die Panzerkämpfe. Aber geht jetzt nicht hardcore in die Richtung von Man of War. Aber das, ne, auf jeden Fall haben die Seitenpanzerung. Obwohl ich mich immer noch wage zu erinnern, wenn ihr von hinten ein Sticky auf den Panzer geworfen habt oder von der Seite, hat er, glaube ich, eine höhere Wahrscheinlichkeit für Motorschaden gehabt. Ich habe das nie ordentlich getestet, aber ich habe das immer so gemacht und es schien zu funktionieren. Und Königstiger hatte, glaube ich, immer Panzerung, Motor aus. Okay, aber auf jeden Fall, das haben wir auf jeden Fall drin. Dann haben wir Terrain Side Blocking. Also, das ist dieses True Sight System, was in 2 eingeführt haben. Was ja auch keine schlechte Mechanik ist, nur im 2 mit den reingezoomten Maps und den kleinen Maps fand ich zumindest, als ich es Urzeiten gespielt habe, fand ich eine sehr unattraktive Geschichte in Kombination. Aber die Maps jetzt sind halt rausgezoomt, haben eine bessere Farbpalette und halt auch ein bisschen größer, hatte ich einen Eindruck.
Und dann kann man wahrscheinlich damit Hinterhalte legen. Zumindest war das jetzt mein Eindruck. Plus, sie wollen Höhenunterschiede prägnanter einbauen, was dem wahrscheinlich auch nochmal einen Vorteil gibt. Dann haben sie zum Beispiel ein Ambush im Video gezeigt. Mal sehen, ob das wirklich dann als Ambush funktioniert. Weil wir runtergucken, kann auch hochgucken, sage ich immer. Auf jeden Fall, das ist drin. Dann Shot-Blocking, Combat-Mechanics. Muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wer es weiß, im ersten Teil waren die auch schon drin. Die hat halt nur nie einer gesehen. Aber ihr könntet mal eine 88er unten auf dem Berg bauen. Das ist voll witzig, mit der hochzuschießen. Ja, also die waren da auch drin, nur nicht ganz so deutlich dargestellt. Und die wenigsten Einheiten haben davon eine Behinderung bekommen. Aber die gab es damals auch schon. Das tun sie auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr herausstellen, hatte ich den Eindruck. Zumindest schreiben wir so und sah das in Videos aus. Vertikalgeschichte, das eben bei den Höhenunterschieden meinte. Genau. Das ist eigentlich so das Gröbste. Und dann gibt es Gebäudekampf, dass man jetzt die Tür auftreten kann, Granate rein und dann das Gebäude einnehmen. Bei 1 war das zumindest so, keine Ahnung, wie 2, ich habe es irgendwann völlig ausgeblendet. Aber 1 war das ja so, ne, dass er den, ihr habt euch in die Häuserwand gestellt und habt dann aufs Haus geschossen, damit er im Haus stirbt. Und jetzt kann man dann halt ins Haus gehen und dann in den Häuserkampf gehen. Und es soll Cinematic sein, das Ganze. So, das sind die großen Veränderungen, die ich jetzt gesehen habe, neben eben einem anderen Kriegsschauplatz. Und jetzt gucken wir uns mal was an. Ich habe die Videos downloadet, damit ich das ein bisschen hier flüssiger zeigen kann. Ihr könnt auch gleich, also ne, IGN, gucken, ob ich das hier verlinken kann. Das ist direkt das Erste, wenn ihr das eingibt. Da zeigt halt Gameplay-Material. Hier sehen wir die Kolibri schießen. Also das ist wirklich aus dem Gameplay, wohl nicht aus dem Trailer. Und er zeigt gleich auch ein bisschen die Mecha, die Dings da. Moment. Ihr wisst schon, warum ich das zurückspule. Also, ne, Jungs. Wer das nicht weiß, dem kann ich nicht helfen, aber jetzt guckt mal genau hin. Fällt euch irgendwas auf an der Szene? Ja, das ist auf jeden Fall ein Balancing-Issue. Ich sehe das sofort. Okay, so Jungs. Also, man könnte jetzt sagen, es könnte eine Recoil sein. Sie hat ja auch wenig Rückstoß gehabt. Für mich sah das wie ein Ranger-Schuss aus, ja? Weil die haben auch zwei von den Dingern. Ist jetzt schwer zu sagen. Also, wenn es eine Recoil-Rifle war vom Airborne Ranger, können wir darüber reden. Wenn das jetzt wirklich ein Ranger war mit einer Bazooka und jeder Schuss hat getroffen, dann fresse ich einen Besen, ja? Das kann ja nicht sein, dass die auf einmal treffen, die Jungs. Also, ich würde sagen, dass das ein Ranger sein soll. Wie gesagt, es könnte ein Recoil gewesen sein von Airborne, aber ich sehe jetzt keinen Fallschirm. Soll das ein Fallschirm da im Rucksack sein? Also, ich weiß, dass die Ranger in Italien eingesetzt wurden. Gut, das hat aber nichts mit dem Gameplay zu tun. Genau, so jetzt sieht man hier so ein bisschen die Höhenunterschiede, Kämpfe, ne, mit Mortar und so weiter. Die haben wohl ihre eigene Engine. Und was ich bisher gesehen habe von der Engine, ist halt, dass sie extrem fotorealistisch aussieht von den Effekten und alles. Auch wenn manche sich über die Grafik beschweren. Man muss da, glaube ich, jetzt ein bisschen gucken. Die Modelle sind noch nicht, glaube ich, perfekt. Die sind teilweise wirklich ein bisschen blass. Aber was man halt so teilweise aus den Nahaufnahmen sieht, da sind schon sehr gute Animationen bei. Für mich am wichtigsten war, ich hatte den Eindruck, dass die, das ist die Kampagnen-Map, hatte den Eindruck, dass die, weiß nicht, ob es jetzt irgendwo sieht, dass die Einheiten tatsächlich wieder. Was jetzt wieder? Also auf jeden Fall gute Emissionen zeigen, ja? Dass die schießen. Na, also das haben die bei CO2 vielleicht auch gemacht, aber ich hatte immer den Eindruck, dass ich diese Animationen da nicht sehe. Hier hatte ich den Eindruck, dass die wirklich über CO1 lebendig wirken, die Figuren von wie eben die Körpersprache ist, wie die sich bewegen, Sprachausgabe dabei war, was ich gehört habe. Also es wirkte sehr lebendig, die Leichen fliegen wieder überall rum, ja? Also es machte einen sehr, sehr guten Eindruck. Das eine Bazooka oder ein Recoil? Bazookas sind dicker, glaube ich. Ich glaube, dass das eine Recoil-Rifle ist. Da ist er gerade geslittert an die Mauer, ne? Genau. Und man sieht jetzt hier ganz schön so ein bisschen, das Gelände ist überall am Explodieren und am Zerfetzen. Was ich gelesen hatte, war, wenn ihr ein Haus kaputt schießt, habt ihr eine Ruine, wo Infanteristen Deckung drin suchen können. Und alles scheint zu knallen und kaputt zu gehen und Deckung scheint auch kaputt zu gehen. Ist jetzt auch nichts Revolutionäres für RTS-Spiele heutzutage, aber es ist trotzdem in einem Umfang und einer Form, wie das aussieht, die eigentlich ganz hübsch ist. Also ich denke jetzt vor allem an das Aussehen. Im Sinne von Übersicht. Also ich kann jetzt zum Beispiel eindeutig die Einheiten sehen. Ja, hier ist ja überall Action gewesen. Und trotzdem kann ich sehr eindeutig festhalten, wo die Einheiten sind, ohne dass da noch ein Interface drauf ist und ein grüner Kreis unter den Jungs ist. Also die haben die Kontraste auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut gewählt. Man sieht wirklich, wo die Action ist, wo die Leute sind. Ich sehe jeden Soldaten am Kämpfen. Das ist wirklich eine hübsche Sache, habe ich einen Eindruck. Man sieht auch hier wieder, dass wieder der Arcade-Style ist, der bei meiner Meinung nach auch sehr gut gelungen war, ne? Wie die hier schießen und so. Ist nicht ein MG-Salve tötet direkt alle oder sowas, ne? Combined Arms sieht man in jeder Szene. Das heißt also, die scheinen da Wert drauf zu legen, dass Combined Arms halt eine sinnvolle Sache ist. Also es macht wirklich hier auch einen sehr netten Eindruck. Und immer wieder wird halt Deckung auch kaputt geschossen. Man sieht jetzt, wie das bounced, das Ganze. Flanken sind jetzt, wie gesagt, wichtiger. Ich sehe jetzt natürlich keine, aber der hatte eine Szene in dem anderen Video gehabt. Ich zeige gleich vielleicht. Es kommt aber, glaube ich, dann kann ich gleich zeigen. Da ist ein Baum kaputt gegangen.
Ja, also überall knallt es auf jeden Fall. Mein Punkt im Moment ist nur, trotz dass überall Action ist, habe ich den Eindruck, dass ich die Einheiten sehen kann, was einen sehr guten Eindruck macht, ja. Und bam, genau. Und man sieht jetzt, können wir mal kurz zurückspulen, dass die Einheiten auch sterben können da, ne? Also, der ist jetzt gerade am Matschen und die Hände. Ich kann keine Zeitlupe hier machen, aber ich glaube, ich habe es gesehen, ne? Das sind ja diese Animationen, die ich meinte. Man hat das Gefühl, dass die halt leben, die Einheiten, ne? Man sieht den Schmerz im Gesicht an, man sieht diese, wie die sich halt, ne? So. Von der Schockwelle erfasst werden. Also bin ich blutrünstig. Ich will nur sagen, dass das Realismus irgendwo ist. Aber was halt schön ist, ist hier, der hier, ne? Da kommt jetzt gerade der Steinfeld runter und der hebt die Hände, weil er Angst hat und danach ist er sogar tot. Also wie gesagt, nicht blutrünstig, das klingt ja vielleicht komisch. Ich will nur sagen, dass diese Art von Details doch sehr, sehr schön sind. Plus, wenn ihr das Gebäude halt trefft durch Flächenschaden und der Infanterist in der Nähe stirbt, das ist ja realistischer Splash-Schaden. Also besser geht das ja gar nicht für so ein Spiel, ja? Das ist ein absoluter Traum. Hier vorne seht ihr jetzt zum Beispiel gleich einen Breach machen, den jetzt im Haus im rausballern. In CO1 hätte man halt hier einfach gestanden und dann gegen die Wand gefeuert. Und jetzt, ne, Tür auf, Granate rein. Bam, Party. Bam, und let's go. Ja, also das sieht halt sehr hervorragend aus. Das heißt, Fertifier würde ich mal vermuten. Genau, und dann weiter geht's. Und dann clean die das Haus. Also es sieht halt wirklich übersichtlich aus, es sieht realistisch aus, es sieht atmosphärisch aus. Es macht wirklich einen schönen, guten Eindruck. Ist das ein Fallschirm da hinten? Genau. Und jetzt haben wir zum Beispiel einen Nachtkampf, ja, und trotzdem sieht man immer noch alles. Also die Einheiten werden nicht unsichtbar. Ich kann immer noch jede Einheit ausmachen. Also macht wirklich einen sehr schönen, schönen Eindruck. In dem Gameplay-Trailer ist allerdings viel, viel Action, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob es im echten Spiel dann auch so sein wird. So, jetzt kommen hier vielleicht gleich die Flankenmanöver. Müssen wir mal gucken. Genau, also hier vorne fahren jetzt gerade die Panzer rein. Da steht jetzt ein Panzer 4 und hier war irgendwie, also sowas, wenn ihr das True-Sight-System habt, dann heißt es ja eigentlich, wenn da ein überlegener Panzer steht, dann könnt ihr ja, weil er euch vielleicht zu spät sieht, mit Vollspeed, mit dem leichten Panzer hinter das Haus fahren, dann seht ihr euch erst, wenn es zu spät ist und ihr kriegt einen Rückenschuss dann da rein, ne? Das sollte das neue System ermöglichen. Ob das in der Realität funktioniert, ist jetzt eine andere Frage. So, also hier haben wir zum Beispiel einen gut gepanzerten, soll das ein Tiger sein? Ich sehe das gerade nicht in dem Dunklen. Aber hier kommt auf jeden Fall ein Schirm und der macht jetzt Seitenschüsse auf den Panzer. Das ist ein Tiger, ne? Bounce. Okay, ist gebounced, aber eigentlich sollte er von der Seite besser treffen, ne? Man könnte auch die Frage stellen, warum der nicht einfach einen Schritt nach hinten gefahren ist, aber hey, nicht frech werden. Genau, also das ist auf jeden Fall schön taktisch, ne? Da hat sich im Rücken zum Feind gesetzt, das war schön doof, aber auf jeden Fall taktisch. Und es gibt auch ein neues Feature, aber für Singleplayer nur, das zeigt er jetzt gerade. Das ist halt, also erstmal das Interface vielleicht ganz nett, aber das neue Feature, ihr könnt Pause machen und dann eben Befehle queuen. Das Singleplayer, das Schnickschnack, braucht kein Mensch für Multiplayer. Die Übersicht des Interface, ich weiß nicht, ob das Endübersicht wird, wirkt aber sehr aufgeräumt. Also, ich weiß nur, beim CoH2 hatte ich den Eindruck, dass das Interface zu viel Platz eingenommen hatte und mir trotzdem zu wenig Informationen gab. Hier habe ich den Eindruck, dass das sehr übersichtlich ist. Und das sieht aus wie eine Minimap, wo ich draufklicken kann. Ich sehe auch sofort, was los ist. Ich habe kein unnötiges Ding, was von da nach da geht und da unten alles zumacht, sondern überall ist Freiraum, da ich dazwischen noch genug sehen kann. Die Zahlen da unten sind, man sieht es wegen dem dummen Ding hier gerade nicht ganz gut. Ne? Hier unten sind die wichtigsten Zahlen einfach aufgereiht, dann die Befehle, fertig. Ja? So simpel ist das. Und die Erfahrung. Ich habe also den ganzen mittleren Screen. Also wenn hier in der Mitte halt irgendwelche Sachen sind, die den Screen verdecken, ist das dumm, weil da meine Augen sich auch fokussieren. Also es wirkt wie ein gutes User-Interface für mich persönlich, für diese Art von Spiel. Es gibt ja die Befehle gerade, ist ja wurscht. Ihr könnt vor dem Spiel auch im Multiplayer wohl so Companies festlegen, wie die das genannt haben. Battlegroups oder sowas. Nicht sicher, wie das dann geht, aber es ist so ein Customization für die Armee in irgendeiner Form. Aha! Paratrooper. Dann war das doch eine Recoil. Wenn das derselbe Trupp war, wenn man bedenkt, dass er den Panzer getroffen hat, kann das eigentlich nur ein Paratrooper gewesen sein. Ja, nehmen wir mal, wie es ist. So, der will jetzt da hinlaufen und eine Granate schmeißen. Genau, der plant gerade das mit Granaten. Also im Multiplayer ist das natürlich nicht machbar, die Geschichte, ne? Keine Frage. Aber jetzt macht er natürlich so ein Manöver. Auch hier die ist gerade weg. Das Interface für die Einheiten macht, na, ne, also man sieht halt hier, welche Einheit das ist, welche Erfahrung die hat und wie viel Leben die haben. Das macht, also das sieht sehr übersichtlich und aufgeräumt aus. Das auch nicht im Weg oder verdeckt besonders viel, auch wenn das jetzt über dem Panzer gerade ist. Aber das macht einen guten Eindruck von der Übersicht, ja. Also ich glaube, dass das wirklich ein gutes User-Interface ist, was ich bisher sehe. Muss natürlich spielen, um es endgültig zu beurteilen, aber macht einen sehr guten Eindruck. Genau. Ja, so schaut die Geschichte aus. Also macht einen durch und durch guten Eindruck. Ich habe noch ein anderes Video. Eine super Mucke, der Trailer. Beim Fallschirm habe ich direkt gedacht, die haben so CO1 kopiert, aber war nicht. So, hier ist der Gameplay-Trailer.
Hoppala, ich wollte eigentlich. Also der Gameplay-Trailer kommt dazwischen. Genau. Hallo, warum könnte er sich drehen? Genau. Also das ist natürlich jetzt, das wirkt ein bisschen gerendert, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, die Szenen sehen im Moment so aus, dass ich das Gefühl habe, dass ich mir einen neuen PC kaufen muss. Und das wäre seit 30 Jahren auch das erste Spiel, wenn es gut wird, wo ich mir einen kaufen würde. Also wollen würde. Genau. Hier mal Normandie-Landung. Mordertrupp hat nur 2 Mann. Mal gucken, ob es immer noch Suicide gibt. Das sah nach australischen Truppen aus. Weil ne, im Mittelmeer haben wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr die Briten mit ihren Commonwealth-Leuten am Rumlaufen. Ja, dann sind ein paar Szenen, die wir eben schon gesehen haben. Unvergleichbare, da wurde, glaube ich, nach den 80er ausgeschaltet. Genau, also auf jeden Fall sieht es sehr gut aus. Jetzt muss man das natürlich spielen und gucken, welchen Eindruck das dann in-game macht. Ne? Also ist das wirklich, hat das eine didaktische Tiefe von COA1? Ne? Kann man vielleicht, also wie ist das, kann man Doktrinen in dem Spiel vergeben zum Beispiel? Das fand ich eine sehr wichtige Key-Mechanik in COA1. Ne? Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Da rattert es auch wieder. Genau. Ja, das ist eigentlich alles. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen, glaube ich, im Moment. Ich muss den Rest jetzt einfach spielen. Hier noch ein paar Szenen, wenn man sehen möchte. Wieder die Combined 1 im Vordergrund, Combined Arms im Vordergrund. Und ja, wenn sie wirklich auf die Community hören würden, wäre natürlich schön. Ja, ihr könnt das jetzt übrigens umsonst spielen. Ihr müsst das einfach nur, der Link ist da. Da ist der Link. Wenn ihr auf die Webseite geht, dann könnt ihr es mit eurem Account verbinden. Und dann könnt ihr die Pre-Alpha downloaden. Ich mache das gerade. Und wie gesagt, dann werde ich halt, wenn ich genug gespielt habe, da mal was drüber sagen. Jo, das wäre die Geschichte. Mal überraschen lassen, was es gibt. In dem Sinne, ciao, ciao.